dag til en wundervolle Abend. Willkommen zum letzten Song für heute Abend. Ich sag's nochmal, willkommen zum letzten Song für heute Abend. Ja, sehr gut, sehr schön. So, wir hatten jetzt Liebe, Heiratsantrag, Scheidung, Popo lecken hatten wir, also Abschied nehmen. Und jetzt ist es noch so, dass praktisch wie so ein Gespenst der Typ oder die Frau immer noch im Kopf ist und man eigentlich nicht frei ist. Und jetzt aber, mit dem letzten Sieg, werden wir alle frei. Egal von welchen Sorgen, wir werden alle davon jetzt befreit. Ja? Es ist alles egal im Leben, außer die Gesundheit und die Feiern wir jetzt. Are you ready? Vielen Dank. Going to the end to break us out of me. So the echoes of the pain. And I know I'm sticking months and months away. But your ghost, the ghost of you, it pulls me away. Ja, weil da hast du noch einen Song gesungen oder zwei. Ja,
zum dritten Mal heute hier in der Mahlzeit. Sie ist eine Sensation. Ich wollte gerade sagen, eine Bombe. Nein, du bist eine Sensation aus Karlsruhe. Die unfassbar coole Amy Sue. Applaus. Outfit. Ja, ich bin total geblendet. Ich habe die ganze Zeit von das Handy gesehen. Sensationell. Also, heute hier für euch. Ach, sie ist unser Herz. Ich kann es immer nur wieder sagen. Anne Keyboards aus Neukirchen-Kohlhof, Schiffweiler. Die unglaubliche, wunderbare Carina Pölz. Come on! So 6 Uhr auf Ferien, ne? Das hängt drin, ne? So, unser Pfälzer Fraktion an der Gitarre, heute im sagenhaften Outfit, obwohl die Schnecke gerade dabei ist, aber das sieht toll aus, egal was die anderen sagen. Sensationell! An der Gitarre, Oliver! Yeah! Foto oder irgendjemand macht ein Foto und postet es auf Facebook. Ja. We call him the short hair hippie. Abbas, der wunderbare Sven Sommer. Applaus für Sven Sommer aus Bombach. So, dieser junge Mann, ich sag ja, die Karriere geht steil nach oben. Ich kenne ihn, ja, bring it on a little bit. Ich kenne ihn zur Haluk, ne? Weißt du noch, Mittelmoor, montags. Da haben wir ihn durchgeschleift, da war der 15. Wie alt warst du eigentlich? 15 warst du da, oder? Bist immer mitgefahren mit Tom. 17, 18 maximal. Hat's auch keinen Führerschein, ich weiß ganz genau. Ist Jahrzehnte her. Auf jeden Fall war er so klein, ja, so klein. Und der Haluk, wir kennen ihn jeden Montag von dem Mittelmoor in K-Town. Und wir haben ihn durchgeschleift, durchgepeitscht durch die Songs, ja. Und es ist was aus ihm geworden, wir sind stolz drauf, ja. My brother from another mother, aus Wiesbaden, Brasil, Mr. Ina Lima! Hallo, ne? Und Auto hat er auch. Leute, die öfters hier sind, die wissen, wir sind auf Facebook. Gebt uns einen Klick, postet, was das Zeug hält, spammt unsere Seite voll, wir brauchen den Scheiß. Ja, so geil. Und der Steffen, der steht hier, der macht Videos, schießt das über Nacht hoch auf den Server und morgen sind die online, das versprochen. Und jetzt ein Applaus für den Steffen, Steffen Jung an der Kamera. Yeah. Steffen, wie viele Hits hast du jetzt mittlerweile? Millionen, oder? 2 Millionen? 1 Million? 500.000? Hey, komm, sag doch 1 Million, das klingt besser. Egal, sein YouTube-Channel ist voll geballert mit Klicks, saugeil. So, und dann möchten wir natürlich den ganzen Team von dem Haus hier danken, von der Mahlzeit, das ganze Mahlzeit-Club-Band-Team hinter der Theke. Die kriegt jetzt mal einen Applaus, die Hanni, der Alec und wie sie alle heißen. Der Lothar, Kerstin, Dankeschön. Großartig. Und ich sag's ja immer wieder und ich poste es auch in die Welt hinaus. Ihr seid das beste Publikum für uns. Wir wären nichts ohne euch. Ihr seid immer wieder da und wir freuen uns zur neuen Saison auch immer wieder neue Gesichter und wir sind happy und wir greifen wieder an. Wann eigentlich? Am 9. Gell, oder? Guck mal gerade auf den Flyer. Es ist so dunkel, ne? Scheiße, die Flyer. Ja, komm her, gib mal her, ich guck selbst, ja. In deinem Alter kann man auch nicht mehr lesen. Ja. 9. Oktober. Wir sind am 9. Oktober wieder da und wer jetzt schon Tisch will, bitte rechtzeitig reservieren. Nehmt euch Flyer mit,
ich habe noch gar keine Ahnung, wer kommt, aber ich habe so eine Vermutung, ja. Und ich werde demnächst das rausschreiben, wer dann kommt. Und bis dahin, 9. Oktober, haltet euch munter. Danke fürs Kommen, ihr seid großartig. Komm, wir geben dem Publikum mal jetzt einen Applaus. Kommt ihr ans Bett. Kommt. Und jetzt dürft ihr auch selbst klatschen. Dankeschön an euch, sensationell, danke. Okay. Ich mach's kurz. Ja, wie Elmer schon erzählt hat, wir haben schon eine etwas längere musikalische Geschichte hinter uns und er hat meine Entwicklung immer supportet und immer sehr, er stand hinter mir, wo der kleine Junge, so der Rookie, kam gegen die Großen und bis heute, das zeigt ja, dass hier eine Freundschaft daraus geworden ist, das ist auch möglich unter Musikern, nicht nur Hater, sondern auch wirklich liebevolle Menschen. Musik für ihn ist alles. Er macht das hier einen Riesenstress, diese ganze Buchung zu machen, das zu werben. Das macht er wirklich, weil er das liebt. Und das, er will einen Teil davon euch geben. Er möchte diese Nacht nie verlieren. Es gab Zeiten, wo es hier sogar nicht wusste, dass es überhaupt weitergeht oder nicht. Und du hast einfach durchgezogen. Knallhart durchgezogen. Knallhart. Einfach aus Liebe zur Musik und weil er euch liebt. Und ich muss sagen, Elmar, vielen Dank für die Einladung. Das nächste Mal brauchst du aber nicht mehr so lange, ne? 3 Jahre oder so, oder 4. Ich hoffe auch nicht, denn es gibt einen besonderen Grund, warum ich sofort zugesagt habe. Weißt du, wo du mich angerufen hast? Hast mich gefragt, hast du da Zeit, hörst du da? Du brauchst Geld. Es gibt nur einen Grund, ich brauche das Geld natürlich. Nein, der einzige Grund ist wirklich, weil ich diesen Platz hier sehr besonders finde. Ich finde die Menschen, die hierher kommen, sie kommen, um Spaß zu haben, sie haben ein Riesenherz, sie wissen zu schätzen, was hier auf der Bühne stattfindet. Sie sind einfach dankbar. Und deswegen komme ich gerne jedes Mal hierher. Vielen Dank, wirklich. Vielen Dank, Sabine. Danke euch. Und bitte, einen Riesenapplaus für den nicht mehr so langhaarige. Ein paar Jährchen hältst du mal durch. Elmar Finderkeil! Dankeschön! Jetzt geht wieder zurück zum Schlagzeug. So, kommen alle nach vorne, kommt alle nach vorne. Das war's. Ja, das war's leider schon. Ja. Seid ihr traurig? Ja, bisschen. Sind nicht wirklich traurig.